Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde der frischen Luft und der Natur. Ich bin heute mal in Bad Frankenhausen unterwegs. Wir haben jetzt kurz nach 8. Ich gehe jetzt Richtung Stadt, hole mir einen kleinen Snack und möchte dann ja in den Wald eine kleine Runde durch das Küffhäuser gehen und komme dann nachher oben am Panoramamuseum wieder raus mit schönem Blick über die Stadt, hoffe ich zumindest. Wetter passt, es ist echt frisch, 3-4 Grad werden es sein, aber wunderschön. Ich freue mich auf eine kleine Tour. Ja, Bad Frankenhausen, mehr oder weniger bekannt durch seinen angeblich schiefsten Kirchturm Deutschlands, glaube ich. Schief ist er schon, die Kamera hell halte ich gerade. Auch hier noch überhaupt nichts los. Eigentlich ist nie was los. Aber auch die Brunnen laufen noch nicht. Noch zu früh das Ganze. Dort zur rechten Seite das Schausiedehäuschen. Dort wird Salz gesiedet. Auch bekannt Bad Frankenhausener Salz. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Aber auch da ist im Winter nichts los. Eingekauft habe ich, fündig geworden bin ich. Hier nochmal ein letzter Blick über den Anger. Und jetzt raus aus der Stadt. Hier muss ich gestehen, war ich auch noch nicht. Ich kenne schon einige Wege hier, aber hier jenseits der Bundesstraße. Neuland für mich. Vielleicht sollte ich hier besser den Ton ausschalten, weil geht ganz schön hoch. Hab ganz schön zu schnaufen hier. Aber schön ist ganz alleine hier draußen. Und wie so vieles Makabere, hier geht's zum, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, Galgenberg. Weiter geht's, weiter hoch. Wenn es hoch geht, geht es auch irgendwann wieder runter. Ich habe mir die Wandertour mit Komoot zusammengestellt. Ich weiß so ein, zwei Punkte, die ich ansteuern möchte. Den Rest einfach auf Wegen und Pfaden. Und dann bin ich wahrscheinlich gegen Mittag wieder zurück. Jetzt mal kurz hier vom Weg abgewichen auf den Galgenberg. Wenn wir schon da sind, dann schauen wir uns das Ganze doch mal von oben an.
Das Wetter ein Traum. Ich habe gerade schon meine Fleecejacke ausgezogen, in den Rucksack gesteckt und gehe jetzt nur mit Trekkingjacke und T-Shirt. Hier bin ich jetzt auf der Kastanienallee unterwegs. Wahrscheinlich früherer Weg, Verbindungswegstraße. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie alt solche Bäume hier sind. Oder sie sind nochmal neu gepflanzt worden. Das weiß ich nicht. Es geht immer noch hoch. Noch kein Ende in Sicht. Immer noch schnaufen. Warm ist mir. Wie verrückt. Rechts, sagt die nette Dame vom Komoot. Könnte gut sein. Geradeaus wird es zum Kyffhäuserdenkmal gehen. Sechs Kilometer könnte man machen. Muss man aber nicht machen. Wir gehen rechts, wie sie es vorgeschlagen hat, wie ich das ausgearbeitet habe. Denn ich war ja nicht umsonst in der Stadt. Ich habe ja noch ein bisschen was eingekauft. Hier nochmal runter auf die Serpentinen. Der B85. Jetzt musste ich schon zweimal schauen, wo es denn lang geht. Mit dem Laub sieht vieles gleich aus.
mein Komoot-Highlight. Mein Highlight des Herzens liegt vor mir. Eine Herzensangelegenheit, hier mal vorbeizuschauen. Echt gut. Echt gut. Alles. Alles gut. Ja, Freunde. Ich bin immer noch hier in der Schutzhütte Hornungshöhe. Und ich weiß nicht, ich finde jetzt keinen Anlass, überhaupt weiterzugehen. Hier ist traumhaft schön. Die Straße, ja, die muss man ausblenden. Aber der Blick, diese Atmosphäre hier oben, einfach traumhaft. Ich habe den Trank hier wieder eingepackt. Ich werde noch mein Pausenbierchen hier austrinken, zusammenpacken und dann Richtung Panoramamuseum aufbrechen, denke ich mal. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir haben weit über die Hälfte, sind vielleicht noch 2-3 Kilometer und die werde ich noch in vollen Zügen genießen. Das Wetter ist einfach ein Traum. Es ist mein Tag. Ich genieße es. Leute, genießt das Leben. Es ist, du weißt nie, was kommt. Drum genießt jeden Tag, wo ihr was machen könnt. Ganz bewusst. Ja, so, nachdem ich jetzt hier, ich weiß es gar nicht, über eine Stunde Pause gemacht habe, genossen habe, werden wir jetzt die Hornungshöhe wieder verlassen und uns Richtung Streuobstwiese und Panoramamuseum auf den Weg machen. Ist schon sehr imposant, das Ding, muss ich wirklich sagen. Drinnen war ich noch nicht.
Muss ich auch nicht, ist nicht meins. Ich bin eher der draußen Mensch. Zum Wetter muss ich eigentlich gar nichts sagen. Es ist einfach gigantisch. Ich kann mir ans letzte Mal erinnern, vor 3 Jahren. Da habe ich hier ganz schön gefroren. Heute. Ich habe es nicht gemacht, aber man kann schon im T-Shirt sitzen. Es ist sagenhaft. Nicht gut für die Natur, aber was willst du machen, wenn es denn halt so ist? Dann nehme ich das doch gerne mit. Wir hatten ja an der Schutzhütte auch Kontakt per WhatsApp, aber an dieser Stelle trotzdem nochmal einen ganz lieben Gruß an meinen Freund Kai. Wir haben ja hier in Frankenhausen wirklich mehrere Wochen ganz intensiv zusammen verbracht und haben gemerkt, dass es einfach passt. Und naja, sind ja seit dieser Zeit auch sehr gut befreundet und treffen uns leider aufgrund der Entfernung viel zu selten. Trotzdem, Kai, ganz lieben Gruß aus Frankenhausen an dich und auch deine liebe Frau. Wir sehen uns ganz sicher in 2023. Dann bin ich gar nicht gestartet. Um 8. Ich bin jetzt fast 3,5 Stunden unterwegs. Unterwegs wohlgemerkt, weil mindestens 1 Stunde habe ich auf der Hornungshöhe verbracht. Aber das zählt ja nur auch zur Entspannung dazu. Hier kommen wir jetzt raus aus dem Wald. Das heißt wir. Ich komme raus aus dem Wald. Auf die wunderschöne Obstwiese hier oben am Panoramamuseum. Und ich glaube, Komoot hat so eine kleine Schleife noch eingebaut. Und die gehen wir einfach mal nach. Ich habe noch Zeit. So eilig habe ich es noch nicht, nach Hause zu kommen. Von daher, Wetter auskosten. Die Luft auskosten. Gehen wir dem noch einfach mal nach. Ich glaube, ohne es zu wissen, dass es hier nach links weggeht. Schauen wir aber trotzdem nochmal in die Komoot-Karte. Jawohl. So machen wir das. Jetzt bin ich ja nun wahrlich nicht der Mensch, der irgendwie auf andere zugeht. Aber hier ist es einfach. Hier ist es einfach, sehr einfach. Ich mag die Menschen hier wirklich. Das ist ganz toller Menschenschlag. Komme ich gut mit klar. Da bleibt für das ein oder andere kleine Schwätzchen schon ein bisschen Zeit. Muss ja nicht lange sein, aber
Einfach mal so. Jetzt kamen wir doch tatsächlich hier im Wald ein Auto mit bayerischen Kennzeichen entgegen. Ja, da muss ich irgendwie nur den Kopf schütteln. Ihr habt doch irgendwie schon Erfahrungen gemacht mit bayerischen Autos im Wald. Als wir einem Münchner begegnet sind, der mitten im Wald mit seinem Auto nicht mehr rausgefunden hat. Und naja, mag ich jetzt nicht unterstellen. Vielleicht war es ja hier der Revierförster. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist schon unglaublich. Auch hier wieder einmal eine sehr schöne Picknickbank. Von sowas träume ich zu Hause. Ich habe schon sehr viel gesehen, aber auch leider sehr viel nicht gesehen. Hier absolut top. So viel kann man gar nicht zu essen mitnehmen. Die Obstbäumchen hier scheinen relativ neu zu sein. Hat nicht viel dran. Aber ich glaube, wenn das Ganze hier blüht und das Obst an den Bäumen ist, wunderschön anzusehen. So, ich bin jetzt auf den letzten Metern. Sag vielen Dank fürs Reinschauen. Wäre schön, wenn ihr einen Daumen da lasst oder vielleicht sogar unseren Kanal abonniert. Würde uns echt freuen. Und ich sag Tschüssi, bis zum nächsten Mal, wo auch immer das sein wird. Ob zu Fuß oder mit dem Rad. Ich weiß es nicht. Würde mich aber freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Jetzt bin ich zwar überhaupt nicht da, wo ich hin wollte. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann zeige ich euch noch mal den schiefen Kirchturm von Bad Frankenhausen und dieses wahnsinnige Fundament, was den Kirchturm hält. Ich glaube, wir können da unten durchgehen. Kann man darüber streiten. Ich glaube, das Ganze hat Unmengen Geld gekostet, den Turm zu retten. Ich weiß nicht, was da wichtiger ist, aber für Frankenhausen einfach ein Wahrzeichen. Und für mich geht es jetzt da runter, links hoch. Und dann habe ich's. Also, macht's gut. Bis bald. Tschüss.